Birgit Seisler heute Abend im RFI, Premiere. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also ich habe das Rad natürlich nicht selber erfunden. Wir haben abgeguckt, was in der Geschichte schon war, statt in Freiburg. Wir haben das Comptoir gegeben, die Freiburger Messe, manches Jahr oder das Eiserabend. Jeweils am Mittwochabend war ein grosses Highlight. Das Comptoir gibt es leider nicht mehr. Da wollte ich jetzt nicht politische Sachen für ihn nehmen. Dann haben wir die Idee gegeben, komm, wir probieren doch das am Mittwoch am Abend auch ein Eiserabend zu machen. Sonst vielleicht ganz allgemein zum RFI, wie ist da so das Sensler-Publikum? Hat da vielleicht im Verhältnis zu anderem Publikum, oder ist der Abend vielleicht auch ein Versuch, die Veranstaltung auch ein in den Sensenbezirk zu bringen? Es ist ja so, wie überall, das Deutschschweizer Publikum passt sich im Welt an. Das RFI ist eher französisch geprägt, das muss man so sagen. Ich bin zum Beispiel der einzige Deutschschweizer im Komitee. Und das Ziel ist, dass wir auch im Seisler oder im deutschsprachigen Teil von unserem Kanton etwas bieten. Das Seisler Publikum ist sehr treu. Über Jahre kommen sehr viele, die sich zwar nicht speziell aus Seisler manifestiert haben, aber viele kommen seit Jahren an das RFI, und zwar nicht nur einmal.